Die Kammerbesetzung gegenüber dem letzten Punktekampf in Erfurt nur eine Veränderung. Bittermann mit der Nummer 3 ist in die 11 gekommen. Mit Steffen Heidrich, mit Detlef Müller, mit Steffen Ziffert, mit Thorsten Bittermann, Lutz Wienhold, Jens Schmidt, Rico Steinmann, Sven Köhler, Dirk Basico, Jörg Illing und Peter Keller. Auf alle Fälle war es doch sehr erstaunlich, wie sich die Karl-Marx-Städter im dicken Turiner Nebel zurechtgefunden haben und dem großen Favoriten trotzig die Stirn boten. Die italienischen Zeitungen kamen am nächsten Tag mit Riesenschlagzeilen raus. La Gazzetta dello Sport schreibt: Juve colpo di coda, Juve ein Rückschlag. Und bei Tutto Sport heißt es: Juve völlig außer sich. Ich glaube, wir haben dort unser bestes Auswärtsspiel in dieser Saison überhaupt gemacht. Und ich glaube, es war auch ein kleines bisschen unglücklich, dass wir dann am Ende noch 2-1 verloren haben. Aber trotzdem denke ich, dass das für uns ein gutes Ergebnis dort gewesen ist, was uns auch, ich würde sagen, 40-60 Chancen lässt fürs Rückspiel. Also, es war eine gute Sache dort. Ja, hatten Sie Probleme mit dem Nebel? Also auf dem Spielfeld war es nicht so schlimm, wie es von draußen aus gesehen hat. Wir konnten doch bis ein Stück über die Mittellinie sehen und das war eigentlich noch reguläre Bedingungen. Ja. Nun sind ja auch erstmals viele Fans mitgereist, auch Freundinnen und Ehefrauen. Haben Sie denn von der Atmosphäre, die die Fans verbreiteten, etwas auf dem Spielfeld gemerkt? Ja doch, wir haben unsere Fans sehr, sehr lautstark bemerkt. Und dafür möchte ich noch einmal allen, auch im Namen der Mannschaft, dafür danken, dass sie uns hervorragend da unten unterstützt haben, obwohl sie gerade in der zweiten Halbzeit auch sehr wenig vom Spiel gesehen haben. Aber es war hervorragend. Man hat sie zumindest gehört, auch wenn man sie nicht sehen konnte. Genau. Stichwort noch zum Rückspiel. Juventus bleibt der Favorit. Geben Sie mir da recht oder welche Chancen räumen Sie sich ein mit der Mannschaft? Juventus ist für uns nach wie vor der klare Favorit. Wir haben dort ein gutes Ergebnis gemacht und wir werden versuchen, hier so gut wie möglich abzuschneiden. Ob es dann am Ende reicht, das werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben.